Willkommen zurück bei Let's Play Drawn. Wir nehmen diesen Stern mit. Der Turm, Drawn, der Turm. Die Fackel nehmen wir auch mal zur Sicherheit wieder mit und verziehen uns. Wofür war der Stern jetzt eigentlich gedacht? Auf jeden Fall hatte ich hier alles erledigt. Das Saal, der Saal der Riesen. Huch! Hallo? Seht ihr das? Habt ihr das gesehen? Funktioniert das Spiel jetzt überhaupt noch? Ich glaube. So, das Spiel war mir jetzt gerade zum zweiten Mal schön abgestürzt. Zum Glück speichert dieses Spiel automatisch an irgendwelchen Stellen. Das ist gut so. So, hier ist irgendwas frei geworden. Gewicht aus Stein. Als ich aus dem Bild getreten bin. Ach, warum ist denn jetzt der Stein wieder weg? Ist aber auch sehr willkürlich, oder? Auf der Goldwaage. Ja, das ist ja sehr offensichtlich. Drei Teile des Steins weisen unterschiedliche Bilder auf. Aha. Ein bisschen wie mit einem Rubik-Würfel. Ach, guck mal, Zufall. Zufällig richtig. Ein aus Eis geschnitzter Greif sitzt auf dem Sockel. Die Hälfte des Raums ist von Eis bedeckt. Zwei Löwenköpfe und ein Gemälde befinden sich unter dem Eis. Ne, geht nicht. Hat das Gefühl, dass es ein bisschen laut ist. So, weiterspielen. Sorry, das war mir gerade ein bisschen laut. So. Da haben wir doch ein Gemälde. Da kann ich doch bestimmt rein. Ein Kelch. Kleine Gartenzwerge, die das tun, was Gartenzwerge am besten können. Abhängen. Und Scheiße bauen. Yeah. Die Drachenhöhle. Gut, dass ich die Fackel dabei habe. Ui. Ah. Ah. Bist du der Auserwählte? Ist das dein magisches Werk? Du musst in der Tat sehr mächtig sein, um Iris aufzuspüren. Beweise deine Macht in Form des entsprechenden Gewichtes, welches deinen Wert symbolisiert. Die Waage des Drachen. Über dem Gong sind seltsame Zahlen eingraviert. Seltsame Zahlen 1, 2 und 3 steht da. Ah, das ist schon mal der Schlägel. Der Schlägel für den Gong. Da fehlt dann doch bestimmt noch eine dritte... Oh, jetzt geht der schon wieder raus, ey. Eine dritte Gongscheibe. Dritte Gongscheibe? Heißt das überhaupt so? Ist auch egal. Was denn? Eine Spitzhacke. Die Und aus welchem Grund sollte ich dir meinen Schlüssel geben? Niemand bestiehlt einen Drachen. Niemand. Die Truhe des Dragon.
Na gut. Dann stellen wir hier mal einen Kelch drauf. Nur Gegenstände aus Gold können benutzt werden, um die Waage wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Tja. Ist der hier aus Gold? Ja, dann nimm doch hier einfach Sachen aus Gold. Spitzhacke. Ich glaube, ich kann ja bei dem Drachen nicht besonders viel machen. Vielleicht mit dem... Nein. Ach, jetzt bin ich wieder im Saal der Riesen. Aber hier gab es auch nichts mehr zu tun. Oder? Die Waage des Drachen. Vielleicht muss ich... Ich versuch's mal. Ich gehe mal zu dem Alchemisten. Dem Voodoo-Typen. Huch, ich habe gerade einen Blitz gesehen draußen. Aber so schwül, wie es im Moment ist, wäre das auch nicht verwunderlich. Vielleicht sollte ich dann gleich aufhören. Naja, ich gehe mal zum Voodoo-Menschen, ob der mir vielleicht mein Teil hier vergolden kann. Also, ihr wisst schon, was ich meine, welches Teil er vergolden soll. Ob das klappt? Guten Tag! Ach ja, das haben wir doch schon. Nichts passiert. Na gut. Dann... Mit den drei goldenen Gegenständen werden sie ausgeglichen. Ich habe ja hier ein paar Sachen, die ich eventuell vergolden könnte. Aber wie kriege ich das vergoldet? Man weiß es nicht genau. Also den ganzen Weg zurück. Tut mir leid. Für sinnloses Hin- und Herlatschen, aber man muss es ja wenigstens probieren, verdammt mich noch. Hoch mit dir. Drei goldene Gegenstände. Also hier gibt es auf jeden Fall nichts mehr. Ach, Momentchen mal. Ich hatte doch gerade hier an dem Teil gezogen. Was ist jetzt passiert? Ist hier irgendwas geschehen? Oder wird das hier immer freier? Nein, jetzt geht er schon wieder zurück. Manno! Ja, was ändert sich denn jetzt hier? Also, das Teil, das sind die Dinger. Hier ist nichts großartig zu sehen. Das geht bis hierhin. Sich nichts geändert. Oder bin ich blöd? Oder hat es vielleicht irgendwas mit... Guck mal, da ist eine Maske zu sehen.
Vielleicht hat es auch irgendwas mit in dem Bild zu tun. Lege den goldenen Apfel, den Gartenzwerg und den Kelch auf die Waage. Ich habe aber das doch... Das ist doch nicht golden. Leute, also... Alter Mann, ich wäre da auch selber drauf gekommen. Aber locker. Ach, guck mal. Ach, gucke mal. Ja, da muss man... Da muss man auch erstmal drauf kommen. Alter Eisenofen, der zum Einschmelzen von Gegenständen benutzt wird. Dann stochen wir den doch mal an. Stochen. 1, 3, 2, 2, 1. Gut, aber ich brauche ja noch den dritten Gong. Es verläuft ein Riss durch die Wand. Was ist das? Golderz, auch nicht schlecht. Die gute Nachricht ist, dass man einen fatalen Fehler nur einmal machen kann. Mein Fehler war es, dass ich versucht habe, in der Höhle des Drachen nach Gold zu graben. Viel Glück, du wirst es brauchen. Aber ich brauche noch den dritten Gong. Alles klar, aber das habe ich mir auch selber gedacht, dass ich das machen muss. So. Okay. Eins, zwei und drei. Ich bin erstaunt. Trotz der scheinbar unlösbaren Aufgabe, die man dir gestellt hat, gelingt es dir noch immer, Gold zu finden. Hast du es mir gestohlen? Das dachte ich mir. Niemand bestiehlt einen Drachen. Schnell, verschwinde von hier! Mit der Habgier eines Drachens ist nicht zu spaßen. Du befindest dich in großer Gefahr. Ja, dann lauf doch schnell weg. Ah, der spuckt jetzt Feuer und es kommt raus. Genau. Mann, ist der sauer. Freund, Feind. Freund und Feind. Was bedeutet das? Aha, da steht, fehlt was. Jetzt sehe ich es, alles klar. Ein Stück Leinwand fehlt. Ist ja gut. Ach, guck mal, die Skulptur ist kaputt. Der sitzt doch gar nicht auf dem Sockel. Ach nee. Zahnräder, wofür? Na gut, aber da ich keine Zahnräder habe, beziehungsweise nichts, was ich da einsetzen kann, ist das noch uninteressant. So.
hinein ins Vergnügen. So, aber das machen wir alles in der nächsten Folge. Tschüss.